Okay, das war mein erster Versuch seit meiner letzten Aufnahme, seit ich da dieses Video gemacht habe, von wegen, hey, ich habe keine Ahnung, wann ich das nächste Mal spiele und wie ich es schaffe und keine Ahnung, sowas, ne? Erster Versuch, alle Quecksilberkugeln, fast alle Fiolen benutzt, aber wir haben Kurs mit Hilfe eines richtig, richtig guten Spielers geschafft. Haben 31 Einsicht und 61.000 Blutechos. Das reicht für ein Level. So, und jetzt untersuchen. Also, wir haben Kos Waisenknabe untersucht, besiegt. Jetzt untersuchen wir Kos. Wir erinnern uns, Kos, wo Mikolasch gemeint hat, schenk uns Augen. Kos selbst hat keine Augen. Kos selbst hat keine Augen und kann damit auch keine Augen schenken. Naja, kann er schon, weil Einsicht. Genau. Kos ist einer der Großen und die ganzen großen Urwesen, die haben wir jetzt fast alle besiegt. Und ja. Da ist noch eine Seele. War's das? Kann man da nichts mehr machen? Ich dachte eigentlich, man kann noch irgendwie eine Sequenz auslösen oder so. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall Kos Waisenknabe. Damit haben wir den DLC fertig. Also interessanterweise, diese Alten, das sind eben die Aliens und die Kirche folgt denen, ohne es zu wissen oder auch doch. Und das Problem ist, diese Aliens können sich nicht fortpflanzen. Und deswegen versuchen sie, Leute zu finden, die sie zu den ihren Nachfolgern machen können. Kos Waisenknabe ist das erste Mal, dass ein Nachkomme gezeugt werden konnte. Und das ist ein Hybrid aus Mensch und Alien, also einem Großen. Und das ist eben was Besonderes, weil eigentlich geht das gar nicht. Und dieses Wesen haben wir jetzt als allererstes mal getötet. Es ist einfach doof. So, wir haben auch eine neue Waffe bekommen. Und zwar den Großparasit. Der bringt uns gar nichts. Also A braucht man Arkan und er macht auch nur Arkanschaden. Und wenn man den ausrüsten könnte, dann wäre das eigentlich auch nichts anderes als ein unbewaffneter Angriff, mit dem ich angreifen kann. Yay. Bringt's total. Witzigerweise hat er aber einen besonderen Effekt mit einem Item, was wir nicht mehr kriegen können, weil ich was vergeigt habe. Und zwar, wenn man die gute Dame im in der Schule, da in der Untersuchungshalle, da war ja die Dame, die die Hirnflüssigkeit wollte. Wenn ich diese Frau nicht getötet hätte, sondern es geschafft hätte, ihr die Hirnflüssigkeit zu geben, dann hätte die uns eine Rune gegeben. Und die Rune macht diese Waffe, die wir jetzt haben, zu einer ganz, ganz besonderen Waffe. Und die Rune ohne die Waffe macht uns zu einem ganz, ganz blöden Viech. Das ist so die Kombination, was man nicht haben will. Ah, zum Einsichtbrunnen wollte ich. Und ja, wir können die Rune eben nicht mehr kriegen. Außer in einem New Game Plus. Deswegen, schade, schade. Geht leider nicht. Passt. So, ich könnte mir einen Blutsteinbrocken holen. Na, das bringt's aber nicht wirklich. Kann ich dir kurz ein Rituale? Knochenmark. Knochenaschen. Moment. Echt? Per Einsicht? Die Knochenaschenrüstung, die will ich haben. Ich wusste nicht, dass es die per Einsicht zu kaufen gibt. Ich dachte eigentlich, die müsste man in einem Dungeon finden. Ich habe auch hier noch Rüstungen zu kaufen. Grabsucher, der Ardeo, der ja, theoretisch an der Wand entlang, an der Leiter entlang gongelt und Kanehurst-Rüstung. Die will ich jetzt nicht haben, aber ich möchte tatsächlich die. Ich wollte tatsächlich den diese Knochenaschenrüstung. Ist jetzt nicht mein Ding, ist eher so Gonzo, aber ja, ich weiß halt Bescheid. Ah, ist es doch nicht. Was ist das denn für eine Rüstung? Die kenne ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre die einzige Rüstung, die eine Hose ist. Aber vielleicht ist es nur bei einem weiblichen Charakter so. Egal, wir haben eine neue Rüstung. Ein Hexenhut. Sieht auch schick aus. Und. Oh, guter Jäger. Ich kann gern schlafen hören. In jeder anderen Nacht wäre er rastlos. Aber heute Nacht klingt er sehr ruhig.
Vielleicht hat etwas sein Leiden gelindert. Das ist das Signal dafür. German ist im Traum gefangen, im Albtraum. Jede Nacht, wenn er schlafen geht, landet er im Albtraum und muss dort überleben. Und wenn er dort getötet wird, oder ja, will dort wahrscheinlich überleben. Und wenn er dort getötet wird, dann kommt er zurück in den, hier in den Traum. Und das jede Nacht. Und wir haben jetzt den Albtraum beendet, dadurch, dass wir den weißen Knaben von Kos besiegt haben. So, das heißt, wir haben jetzt genau eine Sache noch zu tun. Na, eigentlich gibt es noch was anderes zu tun. Wir hätten ja noch in Mergos Speicher den gesamten unteren Bereich mit diesen Riesen zu erkunden. Aber ich glaube nicht, dass der so nützlich ist. Das, was in Mergos Speicher gut ist, nämlich Menzes Gehirn, dieses Viech, was wir im Dunkeln besiegt haben, und den Blutbrocken, die haben wir. Das heißt, alles, was uns jetzt noch zu tun bleibt, ist, dass wir rausfinden, wo ich eigentlich hin wollte. Ah ja. Erstmal diese Kleinen hier nochmal besiegen. Keine Ausdauer mehr gehabt. Das war jetzt natürlich schlecht, weil eigentlich wollte ich mit Lebenspunkten weiter. Gut, dann muss ich doch nochmal zurück in den Traum. Dann kann ich auch noch ein Level machen. Das hätte jetzt fast ausgesehen, wenn es Absicht wäre, ne? Hätte ich die Waffe groß gehabt, wäre das alles kein Problem gewesen. So kann es gehen. Und warum ist mein Virenscanner-Symbol aktiv? Moment, ich muss mal kurz auf meinen PC schauen. Was zum Geier will mein Virenscanner? Sie sind geschützt. Ja, danke. Dafür habe ich dich installiert. Warum musst du mir das extra nochmal zeigen? Der hat vermutlich gerade ein Update gemacht. Kann mal passieren. Jetzt. Ich weiß, es kann viel passieren. So, ich wollte meine Ausdauer verbessern. Weil es einfach nicht sein kann, dass ich zwei Schläge mit dem großen Schwert machen kann. Und das war's dann. Jetzt verwandle dich, danke. Also zwei Schläge sind ein bisschen wenig. Ich dachte eigentlich, diese Rüstung wäre die Hose ohne langen Rock. Strange. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht bei einem weiblichen Charakter. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was für Stats diese Rüstung eigentlich hat. Und warum ich die haben kann, vermutlich, weil ich den weißen Knaben von Kos besiegt habe. Können wir mal gucken. Feuerblitz. Feuerblitz und physisch. Kein Blut, kein Arkan. Das ist eigentlich ganz cool. Also die hat Feuer, Blitz und komplett physisch. Das ist eigentlich eine ganz geile Kombi. So, das war eine schöne Dreier-Kombo mit dem Schlag im Drehen. Der dritte Schlag im Drehen, der hat jetzt ganz gut aufgeräumt. So, das Baby schreit immer noch. Hier ist unser neuer Lift, den wir seit ein paar Parts haben. Wollen wir doch mal schauen. Das war knapp. Wollen wir doch mal schauen, was uns hier erwartet. Also ich weiß vom Namen, was uns erwartet. Aber das ist alles. Ich weiß nur den Namen. Und vielleicht ein bisschen Idee von der Sequenz, die kommt. Aber ich habe keine Ahnung von irgendeiner Taktik, von irgendeinem Aussehen, von irgendwas. Ich weiß nur, ich will den Lift wieder runterschicken. Da sitzen Leute mit einem Käfig auf. Diesen Käfig haben wir auch. Von dem schauen wir uns mal kurz die Beschreibung an. Hier, Menzes Käfig. Anzeigen. Die Menzes-Schule kontrolliert das unsichtbare Dorf. Dieser sechseckige Eisenkäfig weist auf ihre Gebräuche hin. Mithilfe dieses Geräts wird der Wille des Selbst beschränkt und man kann das wahre Ich der profanen Welt erkennen. Es dient auch als Antenne, die den Kontakt zu den Großartigen aus dem Traum herstellt. Doch ein Beobachter erkennt, dass es genau dieser Käfig ist, der ihnen ihren grausamen Albtraum beschert hat. Diese Leute wollten alle diese, die großen Wesen, die denen sie folgen, sehen und folgen und machen. Und schaut euch das an, die sitzen da teilweise Hand in Hand und gemütlich und
Die sind willentlich hier sitzen geblieben, bis sie einfach gestorben und vergammelt sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist eine Krippe. Himmel und Kosmos sind eins. Komm. So. Das sieht doch sehr nach Arena aus, ne? Wir gehen mal zu dem Baby, also zu der Krippe. Das ist das schreiende Baby. Und das ist ein mächtiges Federvieh. Aber kein Körper, oder was? Oh doch, ein paar Schwerter, aber kein Kopf. Das ist Mergos Amme. Also in der Krippe sitzt Mergo. Und das ist die Hebamme von Mergo. Gott, ist die langsam. Gott, ist die langsam. Und dann stehe ich vor ihr und sie trifft nicht mal. Sie kann sich teleportieren. Gibt's Duplikate? Nein. Das hätte treffen können, weil ich nicht wusste, wo die trifft. Aber wenn man darauf gefasst ist, dass der Angriff langsam ist, dann. Ja, das war irgendwie auch klar. Oh, Schatten. Nee, das war nicht klar. Ein AOE-Angriff habe ich erwartet. Oh. Okay, große Reichweite. Die greift einfach aus dem Schatten an. Jetzt gibt's Duplikate. Aua. Schöne Combo. Gut, da habe ich jetzt die Angriffe unterschätzt. Ah, es sind tatsächlich mehrere geworden. Es sind tatsächlich mehrere geworden, okay. Da habe ich die Angriffe unterschätzt. Ich habe gedacht, oh, ich kann einfach wieder vor zu ihr und angreifen. So wie es vorher auch geklappt hat in der ersten Phase. Aber interessant, die letzte Phase wird interessant, weil da kann ich von allen Richtungen angegriffen werden. Oh Gott, und ich fange natürlich da unten an. Ich lasse die da mal stehen. Aber jetzt wisst ihr, warum ich den Lift runtergeschickt habe. Ich wusste, dass da ein Boss kommt. Ich möchte jetzt noch eine Sache erledigen, bevor ich es vergesse. Wir verwenden die Nabelschnüre. Einmal. Zweimal. So, das gab uns jeweils drei Einsicht. Yay. Was dieses mit den Nabelschnüren auf sich hat, werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich den Text schon mal vorgelesen habe, aber da werden wir uns auf jeden Fall den Text nochmal anschauen. Ich sehe die Tür nie. Wir werden uns den Text auf jeden Fall nochmal dazu anschauen. Und ja, es gibt nämlich noch eine, weil Drittel. Und ich werde es auf jeden Fall auch sagen, was es für eine Auswirkung hat. Ich hoffe, der Text ist. Hat eine schöne Aussagekraft. Es wäre zu schade, wenn nicht. So, ich muss am Anfang erste Phase hin. Und jetzt greife ich nur einmal an und nicht zweimal. Vielleicht macht es das safer. Ach komm. Kann man dich backsteppen? Oh. Unsichtbar. Da. Kann man dich backsteppen? Vielleicht nicht so langsam. Die Angriffe sind echt übelst langsam hier. Ah, jetzt kommt der Nebel. Magst du auch mal in eine Richtung angreifen, wo ich stehe? Danke. Ah, jetzt kommen mehrere. Ich habe von der Seite eine. Ich muss mich mal heilen. Okay, weg, weg, weg. Ich will mal ein bisschen Abstand halten. Oh, zu viel dazu. Heilung. Riesenreichweite, ich weiß.
Da war ein Hit. Heilung. Aua. Das war ein Hit von ihr. Man muss echt aufpassen wegen seinen Lebenspunkten. Ah, und die Phase ist vorbei. Jetzt kann sie auch ein bisschen schneller, aber... wenn sie alleine ist, ist echt schwach von ihr. Ah, sie kann auch nach hinten treffen. Verfehlt. Das habe ich irgendwie erwartet, dass der so großer Radius trifft. Ich habe nur die Verzögerung nicht ganz erwartet. Und sie wird schwach. Halt, greift auch nach hinten an. Ich habe das Gefühl, sie wird langsamer und schwächer. Oh, das wäre ein schöner Uppercut gewesen. Und sie ist unsichtbar. Und da. Alleine oder... ja, alleine. Ohne Schatten. Das war jetzt noch verzögerter als vorher. Ich wollte gerade ausweichen, aber... das sollte es gewesen sein. Das war Mergos Amme. Und das Baby schreit weiter. Und wird still. Ich habe immer noch einen Lebensbalken. Warum habe ich immer noch einen Lebensbalken? Albtraum erschlagen. Und wir haben ein weiteres Drittel einer Nabelschnur. So, Trophäe erhalten, Mergos Amme. Puh, ja, das ging eigentlich. Flop. Das ist die letzte Laterne im Spiel. Wir haben alle anderen, außer natürlich in Dungeons. Wir haben jetzt alles. Und jetzt will ich die Nabelschnur vorlesen, wenn ich es noch nicht getan habe. Großartiges Relikt, das als Schnur des Auges bekannt ist. Jeder Großartige hat als Kind diesen Vorläufer der Nabelschnur. So, jeder Großartige hat als Kind. So, jeder Großartige verliert sein Kind und sehnt sich nach einem Ersatz. Das ist das, was ich meinte, die sind quasi unfruchtbar. Diese Schnur gewährte Menzis eine Audienz mit Mergo, aber führte zur Totgeburt ihrer Hirne. Menzis Hirn, ne? Nutze sie, um Einsicht und angeblich innere Augen zu erhalten, obwohl sich niemand erinnern kann, welche Folgen dies hat. So, wir essen das dritte... Drittel? Bumm. So, Einsicht ist definiert im Spiel wie Menzis Gehirn. Wir haben ein Gehirn und an dem Gehirn wachsen Augen. Also zusätzlich zu den normalen Augen wachsen Augen. So, und wenn wir uns jetzt an das Kirchenoberhaupt erinnern, was in Bergenworth war, das konnte sich ja... Hier brennt's. Warum brennt's hier? Bergenworth, da konnte sich ja kaum noch bewegen und konnte sich ja nicht mehr ausdrücken. Der hat nur noch den Arm heben können und fertig. Die Theorie ist, dass der einfach so viel Einsicht gewonnen hat. Wo sind meine... Ich habe keine Blutfiolen mehr. Ich muss meine Blutfiolen kaufen. So. Passt. genau. Und die Theorie ist, dass der so viel Einsicht hat, dass er, dass von seinem Gehirn eigentlich nichts mehr übrig ist. Außer, dass er eben, ja, die Augen hat. Und deswegen kann er sich eben nicht mehr so bewegen, aber er hat halt übelste Einsicht. So. Und hier brennt's. Sitzt German da drin? German, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich diese Aufnahme jetzt beende. Na, ich rede mal mit der Puppe. Guter Jäger, ihr seid gekommen. Der Morgen bricht an. Die Nacht und dieser Traum werden bald enden. German erwartet euch am Fuße des großen Baums. Okay, also wir können jetzt noch... Guter Jäger, mögt ihr euer Heim in der wahren Welt finden, ja. Wir können jetzt noch im ganzen Spiel überall hin. Wir können noch farmen, wir können noch machen, wir können noch tun. Und wir können noch leveln. Wenn wir zum großen Baum gehen. Und ich glaube, der ist da. Irgendwo. Dieser Weg. Dann. Ist das hier der... Ist nicht der Stumpf, den ich meine. Okay. Genau. Wenn wir jetzt zum großen Baum gehen. Zu German und mit German und mit ihm reden. Dann kommen wir ins absolute Endgame. Ach, da ist eine Tür offen, die war bisher noch nicht offen, wenn ich das richtig sehe. Das ist das absolute Endgame. Also wir haben jetzt den letzten Pflichtboss besiegt.
Alles Weitere, was wir machen, ist optional. Oh ja, das ist. Schau ich diesen Friedhof da hinten an. Alles Weitere, was wir machen, ist optional. Und ich habe mir das rausgesucht. Ich will das tun. Das kann hart werden. Das kann frustrierend werden. Aber das werden wir machen. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Um hoffentlich den Erfolg gut hinzukriegen und uns nicht den Spaß zu verderben. Wir müssen nochmal gucken, gibt es neue Rüstung? Waffen gibt es keine neuen. Wir haben alles gefunden, glaube ich. Ne, wir haben nicht alle gefunden. Es sollte sogar noch Waffen geben, weil wir haben nicht das Achievement bekommen, dass wir alle Waffen im DLC haben. Wobei ich dann nicht weiß, ob die Uncanny und so dazu zählen oder ob man nur eine davon haben muss. So, gibt es hier eine neue Rüstung? Nein. Was gibt's dafür, dass wir. Das gibt's dafür, dass wir Menzis, Mergus Vet Nurse, Amme geschafft haben, Mergus Amme geschafft haben. Wir können jetzt Blutbrocken für 60 Einsicht kaufen. Wie viel Einsicht haben wir denn? So als Idee. Wir haben 24 plus 52 macht 76. Damit kann man sich. Ah, 76 plus unsere 35 sind auf jeden Fall mal mehr als 100. Damit könnten wir uns einen kaufen. Yay. Aber ich glaube, Einsicht kann man in den Dungeons auch ganz gut farmen. Und vielleicht bei normalen Gegnern auch, ich weiß es gerade nicht. Werden wir aber nicht tun. Wir haben unsere Level 10er Waffen. Wir haben zwei Stück. Und man kann sich theoretisch beliebig viele holen durch Einsicht, aber das wollen wir nicht. Was wir jetzt wollen, ist, wie gesagt, die Aufnahme beenden. Ich habe jetzt lang genug geredet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.